Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Und ja, wir sind immer noch da, wo ich euch in der letzten Folge hab verabschiedet oder verabschiedet habe. Und wir wollen jetzt das letzte Glyphenrätsel lösen. Dann haben wir das Wahrheitsvideo freigeschaltet. Und ja, ich habe jetzt zwischen der letzten Folge und dieser, das ist jetzt quasi eine durchgehende Aufnahmesession, habe ich jetzt nochmal kurz was an dem Licht verändert. Ich hoffe, bei der Kamera ist es jetzt nicht zu dunkel in meinem Gesicht. Nur vorhin, das hat mich so gestört. Das hat irgendwie anstrengend für die Augen. Es war zu hell. Und deswegen musste ich da ein bisschen was verändern. Ich hoffe, das klappt so. Das ist ausreichend. Naja. Gut, man sieht mich ja einigermaßen und das reicht auch. Man muss mich gar nicht so gut sehen können. Das ist Quatsch. So. Da ist die letzte Glyphe. Die schauen wir uns an. Und sie heißt die Entstehung der Arten. Ein paar kennen die Wahrheit. Sie umgibt uns in Zeichen, Gemälden, Gesichtern, Dokumenten, aber wir sehen sie nicht. Wir sind blind für unsere eigene Schöpfung. Okay. Also wieder so ein Drehpuzzle. Gucken wir mal. Also hiermit drehen wir auf jeden Fall schon mal den inneren und den äußeren. So, was? Wie konnte jetzt damit konnte ich schalten? So, das ist nur der zweite. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich das Bild verstehe. Also, dass ich sozusagen sehe, was ich hier eigentlich. Ach was, kann ich das? Ah, doch, hier kann ich das drehen. Ich wollte gerade sagen, kann ich das gar nicht drehen? Kann ich. Jetzt brauche ich noch das Äußere, aber einzeln kriege ich das nicht, ne? Das ist natürlich jetzt tricky. Ha! So. Das heißt, ich müsste erstmal das drehen, glaube ich. So. Und dann müsste ich das drehen. Und jetzt hoffe ich, dass das. Nee, das passt nicht. Den Inneren kann ich nur mit dem Äußeren drehen. Das hat auf jeden Fall was mit dem und dem zu tun. Das ist schwer zu sehen, wenn da diese Lücke ist, ob man das jetzt richtig dreht oder nicht. So. Und jetzt hätte ich gerne Inneren und Äußeren. Ja, sehr schön. Cool. Es wurde alles versteckt, verändert. Öffne deine Augen. Auge? Direkt mal das gefunden. Das Auge, was ich gesehen habe. Das erste. Passt. Fehlendes Glied. Archiv. Zugriff verweigert. Ich kann das Och nicht. nee, nicht schon wieder so ein Kackdrehrad. Doch. Wird es mich aus diesem endlosen Zeitring befreien? Ich fühle, wie die Guillotine meinen Hals durchdreht, die Kugel in meine Brust einschlägt, das Wasser meine Lungen füllt, das Blut fließt dick und rot. Ich muss da raus. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Der Satz, den wir schon im ersten Teil von Altair gehört haben, beziehungsweise der irgendwie zum Credo der Assassinen gehört. So. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das heißt, ich drehe einfach mal gar nicht. Falscher Code. Schade. Was soll das? Da ist rechts einfach gar kein Symbol. Ach du Schande. Was? So, hier brauche ich gar nicht dran drehen an dem Rad. Da passiert eh nichts. Wie finde ich denn jetzt die Symbole hier raus? Was haben wir denn hier? Irgendwas Komisches. Eine Pyramide mit Sonne. Noch was Komisches. Eine eckige, also ein Aztekentempel oder so, ne? Das hat eine Spinne oder so. Eine Rune. Gestrichelte Punkte. Eine Art Barcode. Das könnten Planeten sein. Tja. Das kann ja wieder toll. Das kann wieder
richtig gut werden. Auch das ist das Zeichen, was wir auch aus Desmond bei Abstergo an der Wand gesehen hat, ne? Am Ende des ersten Teils. Wurde da an die Wand geschmiert. So, ganz viele Zahlen. Das ist toll. Aber welche davon sind relevant und was sagen sie mir? Irgendeinen Sinn muss ja dahinter stecken. Und er kann ja nicht so schwer sein. Wir sind immer noch in einem Spiel, was 12 ist, glaube ich. Mit Zahlen, ey, das ist so ein Ding. Der erste Blick. Ich habe geguckt, ob das irgendwie bestimmte Zahlenreihenfolgen sind, die sich wiederholen oder irgendwie was mit Primzahlen war auch nicht. Und Quersummen sehe ich jetzt auch keine. Mann, was soll das denn hier? Das ist wieder so ein Ding, da kann ich eigentlich nur wieder direkt nachgucken, oder? Und dann fasse ich mir einen Kopf. So, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ich mache einfach irgendwelche Zeichen. Vielleicht hilft das ja. Ich hoffe wirklich, ich hoffe inständig, dass es vollkommen egal war, welche Zeichen man da eingibt. Und ich jetzt nicht einfach mal genau das Richtige getroffen habe. Ich hoffe inständig. Schreibt's mal drunter. 3. Januar 1997. Ich schreibe als Reaktion auf Ihre Bedenken zur zunehmenden Beunruhigung der Presse und der Wissenschaft. Das Fehlen einer Übergangsspezies vom prähistorischen Urmenschen zum modernen Menschen Homo sapiens ist nicht länger sicher. Wie Sie schreiben, müssen wir reagieren. Wir dürfen die Wahrheit nicht ans Licht kommen lassen, sonst erfahren Sie von den Artefakten. Es würde zu viel Unruhe, zu viel Chaos erzeugen. Vergraben Sie die Skelette, die wir geschaffen haben, in der Nähe von Tim Whites Expedition in Äthiopien. Wir geben Ihnen Ihr fehlendes Glied. Die Geburt der Menschheit. Die Wahrheit macht mich krank. Wer hat den wohl verfasst? Ich kann die Sterne sehen. Mein Geist ist gegangen. Lucy, ich kann nicht länger warten. Ich bin bereit. Sieh sie, wie ich das Messer hebe. Ach, ich kann hier das Ding, dann kann ich das Skelett zusammensetzen. So. Und jetzt Ascode gefunden, der natürlich einfach fünfmal die Null ist, weil alles ist wahr. Nee, nichts ist wahr und alles ist erlaubt. So. Und jetzt bin ich gespannt. Das Video, das vollständige. Subjekt 16, Sitzung. So, von Anfang an. Habe ich das gerade wirklich gesehen? Wir schicken das Video von 16 zur Analyse, sobald Desmond in der Maschine soweit ist. Alles klar? Er könnte uns das alles erklären, wenn wir ihn nur fragen könnten. Okay. Das waren auf jeden Fall nicht die Adam und Eva, die wir so aus den Überlieferungen kennen, beziehungsweise aus der Bibel. Interessant.
Ich glaube aber, da soll bisher noch weiter Interpretationsraum da sein. Deswegen lasse ich das jetzt mal weiter so stehen einfach. Und da, wir machen dann an der Stelle... Nein, falsche. Ich gehe mal da ins Menü. Ich möchte die andere Taste drücken. So, die für die Karte. Und dann kann ich hier mich hier markieren. Und dann geben wir Gas. Und machen mit der Story ein bisschen weiter. Denn auch die ist ja noch wichtig. Tatsächlich soll das so sein in einem Spiel, was einer Handlung folgt. Ich rede schon wieder so viel Blödsinn. Aber ja. Wer sich das anguckt, ist selber schuld. So, komm. Könnt hier nicht hochklettern? Als ob. Nein, als ob. Wirklich? Ach ja, und da geht da an der Ecke geht's. Was eigentlich noch schwieriger wäre. Aber okay, ja gut. Ja. So, wo muss ich hin? Nach oben? Oder hinten rum? Ich versuch's erstmal hinten rum. Ja, ich glaube hier rein, ne? Ja. Gut. Klopf, klopf. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja. Alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Zwei Fliegen, eine Klinge. Angriffssignal geben, dann Attentat auf Dante und Silvio ausführen. Ach, direkt auf beide? Okay. Können wir auch. So, Ausgangspunkt erreichen, um Signal zum Angriff zu geben. Jo. Das ist der Plan. Und in der letzten Folge haben wir ja die ganzen Männer in Stellung gebracht. So. Moment, wir müssen nach da oben, ne? Wir müssen da hochklettern. Gehe ich mal hier... Schwimme ich mal hier rum erst. Hier komme ich nämlich direkt wieder raus. Und da ist auch sogar eine Leiter. Perfekt. Noch weiter nach oben. Dann gehen wir den Weg. Und... Nein, da ganz hoch, oder was? Stimmt, der, ach, der meinte ja auch auf den höchsten, zum höchsten Punkt. Zum höchsten Punkt! Das kann ja dauern. Bis wir da ganz oben sind. Kann ich hier? Kann ich. Sehr schön. Kann ich hier nochmal? Kann ich. Wunderbärchen. So. Aber, genau. Lieber hier ran. Und dann da hoch. Ah ja, doch, ich erinnere mich an diesen Kirchturm. Beim, Abklappern der ganzen Aussichtstürmchen. Da ist das Signal. Hui! Und dann wird geschlachtet. So, unsere Männer greifen an. Und Dante kämpft gegen Bartolomeo. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Genau, wollen wir natürlich helfen. Hui! Mach das mal nach. Das trauen sich, glaube ich, nur die wenigsten, da überhaupt erstmal hochzuklettern und dann da runter zu springen, auch wenn Wasser da ist. So. Zum Arsenale zurück. Ach, jetzt geht der stiften. Ja, tolle Wurst. Salvezio! Achso, die lassen uns in Ruhe, dann... Nee, Moment. Wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Moment, dann greift natürlich hier den... Den da an. Au. Machen wir erstmal den Kleinen hier kaputt, weil der nervt nämlich sonst. Und dann gucken wir, dass wir hier den Dicken... Der ist nämlich auch hinüber. Kann ich hier von hinten abstechen? Perfekt. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir den verfolgen. Also schnell. Aber ganz fix. Bevor der noch abhaut. War jetzt nicht der Schnellste, aber wir brauchen ja sonst auch nicht irgendwie zu langen Vorsprung geben.
Ein feines Exemplar, nicht wahr? Dante Moro besiegen. Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. So. Du kannst nicht mal, du Hurensohn! Stechen die mal hier ab. Dann haben wir nämlich Überzahl da hinten. Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten. So. Da haben wir den Dante. Und dann greifen wir mal den an. Oh, da ist noch einer. So, den nehmen wir auch weg. Und dann war es das gleich für den Dante. Der hat nämlich nur noch die Hälfte. Und wenn wir da noch Hilfe haben und abgelenkt wird, ja, perfekt. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Komm zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Moment, ist der Dante jetzt tot? Nee. Schnell, die wollen ohne uns ablegen. Wie ist er denn jetzt einfach entkommen? Wir waren mitten im Zweikampf mit dem. Hey! Finde ich nicht gut. Aber gut, wir verfolgen die natürlich. So, ihr beiden, ne? Ich einfach durch. Man kann es ja mal versuchen. Hey! Alter! Ja, genau, hau mal deinen eigenen Typen. So. Wir haben aber leider einen Counter, das heißt, wir müssen die möglichst schnell kaputt machen. So, Nummer 1. Boah, der mit seinem Riesenschwert da. So, Nummer 2 perfekt in die Klinge gelaufen. So. Lass, mach mal da. Lass das doch mal. Mensch. Ah, jetzt kommt er wieder an. So, gut gekontert. So, der geht aber auch nicht. Geht aber auch nicht down, der Dicke. So, jetzt gleich. Da, jetzt. Und du auch. Perfekt. So. Schnell. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich notwendig war, gegen die zu kämpfen. Oh, hier sind wir von den Nächsten. Ich wollte doch gerade mein Schwert ziehen. Mann! Ja, lass mich doch erstmal aufstehen! Sag mal! Alter. So, was ist, wenn ich jetzt einfach so weiterlaufe? Um Zeit zu sparen. Dann haben wir noch eine größere Gruppe, weil die nächste dann kommt. Die lassen nämlich mein Schwert auch einfach nicht ziehen, ne? Was ist, Meister? Siehst du nicht, was passiert ist? Nein, natürlich nicht, dumm wie du bist. Wir wurden verraten. Das Schiff hat abgelegt ohne uns. Nun kommt der Assassin. Vielleicht bleibt uns noch Zeit zur Flucht. Wenn nicht auf die Insel, dann einfach weg von hier. Wie ihr befehlt. Ja, Schiff fertig machen. Setz die Segel! Okay, die wollen. Wir wollen mit dem Schiff weg. Alter. Halt! Ich muss jetzt möglichst schnell hier platt bekommen. Nur der Lanzenheinz, der ist, der ist nicht ohne. Komm, ja, ich weiß, dass die Zeit läuft. Musst du mir jetzt nicht hier so eine Fanfare ins Ohr fanfaren. So, perfekt, der Lanzenheinz ist weg. Dann spawnt direkt mal so ein anderer Typ daneben und noch einer mit einer Kiste. So, perfekt. Weiter. Jetzt müssen wir da aufs Schiff. So, ihr Lieben. Zack. Den haben wir. Und jetzt noch den Dante. Alter. Na komm. Jawohl. Ein Streich und das war's. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in pace. Gut. Ach, gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich
ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Zwei Fliegen, eine Klinge synchronisiert. Sehr schön. Damit haben wir bestimmt die nächste Sequenz auch beendet. Brief an Dante Moro erhalten. Den werden wir natürlich auch noch lesen. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 10 beendet, ganz genau. Dann startet jetzt sogar die nächste Sequenz. Das möchte ich jetzt natürlich noch abwarten. Die Lauchtes der Republik Venedig, 1488. Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Diese letzten beiden Kodexseiten. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Hier. Der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen. 2 Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Erscheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocenico. Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern, alles Teil des Plans, um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. Ja, gut kombiniert, Watson. So, war's das hier? Läuft der jetzt einfach so alleine weiter? Also sind wir fertig mit Quatschen? Gut, denn dann würde ich an dieser Stelle die Folge ganz gerne beenden, die jetzt schon wieder ein bisschen Überlänge bekommen hat. Aufgrund dieses Dialoges, der noch am Ende jetzt war, aber den wollte ich jetzt auch nicht irgendwie wegdrücken. Wir haben noch... Nee, schaut, das machen wir... Drücke natürlich wieder die falsche Taste. Machen wir jetzt noch. Wir haben ja vorhin... noch den Brief bekommen. Moment.
Datenbank. Dokumente? Briefe. 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 Müsste der dann nicht... ja, Michelangelo, Raphael, Raphael, Giovanni, Cotamoro, Jacopo. Haben wir nicht einen Brief an Dante bekommen? Ist das der? Ich weiß es nicht mehr. Ach, dann halt nicht. Letzte Einträge. Egal, vielleicht finde ich ihn noch. Entschuldigung. Das mache ich aber dann offscreen, wenn ich ihn finde. Und dann zeige ich ihn dann vielleicht noch in der nächsten Folge, wenn ich ihn gefunden habe. Und bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bleibt grün, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann machen wir weiter. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.